Hey Leute, heute haben wir für euch drei geplante Marvel-Filme, die niemals produziert wurden. In den letzten Monaten gab es unzählige Marvel-Verfilmungen, für manche sogar zu viele. Aber wusstet ihr, dass einige Marvel-Filme niemals produziert wurden, obwohl sie sogar schon geplant waren? Daher gibt es heute unsere Top 3 der Marvel-Verfilmungen, welche es leider niemals ins Kino geschafft haben. Los geht's! Kommen wir gleich zu Nummer 3, der weibliche Hulk, She-Hulk. Wir kennen den männlichen Hulk als das große grüne Monster, welches unter Wutausbrüchen und Persönlichkeitsverlusten leidet. Jedoch tauchte bereits 1980 eine weibliche She-Hulk auf. Jennifer Walters ist die Cousine von Bruce Banner und seit einer Blutsfusion ebenfalls ein grünes Monster. Jedoch kann sie sich in der Hulk-Form kontrollieren und schließt sich in den Comics kurzerhand den Avengers an. Erste Teaserbilder von einer geplanten She-Hulk-Verfilmung wurden bereits 1990 mit Bridget Nielsen veröffentlicht. Doch es blieb bislang nur bei einer animierten Serie. Allerdings bleibt Hoffnung, dass die grüne Lady eventuell ihren Sprung auf die große Leinwand schafft. Weiter geht's mit Nummer 2, Spider-Man 4. Tobey Maguire ist für viele der absolute Lieblings-Spider-Man. Leider war nach drei Teilen Schluss. Dabei sollte es ursprünglich einen vierten Teil geben. Dieser war 2010 in Planung. Obwohl viele den Abschluss der Trilogie kritisierten, war der Film erfolgreich genug, um einen Nachfolger zu rechtfertigen. Sogar die Gegner von Spider-Man standen fest. Im vierten Teil sollte es um den geflügelten Vulture und Mysterio als Kontrahenten für Peter Parker gehen. Sony konzentrierte sich jedoch auf das Reboot The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield sowie Homecoming mit Tom Holland. Erst später gestand der Scriptschreiber, dass er lediglich nicht rechtzeitig mit der Story fertig wurde und Sony daher die Idee eines vierten Teils verwarf. Kommen wir nun zu unserer Nummer 1, The Incredible Hulk 2. Nach dem Erfolg des ersten Films mit Edward Norton in der Rolle des Hulk gab Produzent Kevin Feige an, ein Sequel zu produzieren. Jedoch verwarf diese Idee 2012 wieder. Viele wünschen sich nach dem Auftritt in The Avengers einen Nachfolger mit Mark Ruffalo in der Rolle des Hulk. Allerdings ließ dieser Schauspieler verlauten, dass er selbst nicht an einer Fortsetzung glaubt, da Disney zwar die Rechte an Hulk besitzt, aber Universal die Vermarktungsrechte. Was meint ihr, werden es einige geplante Filme doch noch auf die Leinwand schaffen? Oder welche Marvel-Comic-Helden wollt ihr demnächst sehen? Schreibt's in die Kommentare. Hier könnt ihr euch noch ein weiteres Video ansehen. Ansonsten war's das erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.